Ja. Ein bisschen Abstand halten. Nein, nein, da schaue ich schon. Spätschicht. Kann genau deswegen so regt. Jetzt übrigens die Gondel. Da kommen dann später nur die Sitze dran und das da daneben ist der Catchcar dann zum Hochziehen. Aktuell bei einer Höhe von ungefähr 90 Meter. Fallhöhe soll ja mal 93 Meter werden. Jeder wartet drauf, dass es hochgeht. Wenn es dann mal zu den Probefahrten kommt.
geliefert. Hinten fährt gerade der LKW weg, der, von dem es gerade abgeladen worden ist. Ja, ja, jetzt sind da sogar zwei Drohnen, oder? Die filmen auch noch mit. Immer die Paparazzis überall. Na, das stimmt allerdings. Die Kranfirma für uns in der Nacht. Die Kranfirma für uns in der Nacht. Ah, ja. Mal auf Hochdeutsch, sowohl Bayernpark selber als auch die Kranfirma filmt, weil die Kranfirma ist ja separat, die kommt aus München anscheinend und für die ist so ein Frühfallaufbau auch mal eine Neuheit. Schaut zu, wie das Ding jetzt darauf gucken wird. Finden nicht nur wir interessant. Ja, ist die Freefall-Test, oder? Schon Präzisionsarbeit.
kalten Schuhe hat, da friert es an den Fingern langsam. Ja, beim Film kann ich es nicht wegpacken. Ich hoffe einfach, dass das dann ein bisschen schneller vorgespult wird im Video. Denk, wie langsam und vorsichtig das runterkoppen würde und danach saust diesem über 100 km/h nach unten. Das ist schon Wahnsinn. Akku leer? Ja. Ah. Die klettert nach unten, also passt es anscheinend. Thank you.
Thank you.
Hehehe.